So, einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Der 9.9.2015 steht auf meinem Kalender, 8.30 Uhr. Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zum Guten Morgen DAX-Index-Webinar vorbörsliche Marktvorbereitung Foxetra Start. Zunächst das obligatorische und Risikohinweis. Devisen- und CFD-Handel auf Margin ist mit einem enormen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet. Den Rest können Sie sich gerne durchlesen. Das Wichtigste wird aber heute, wie auch immer, von Dirk Frischewski kommen. Dirk, guten Morgen auch an dich. Ja, einen schönen guten Morgen, Roman. Alles Gute nach Berlin. Ja, vielen Dank. Wir haben heute ein super Wetter und ich hoffe, du hast auch was Schönes für uns. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir switchen auch schon zu dir rüber. So in der Minute, aber schon mal vorab. Wie Sie vielleicht wissen oder wenn nicht, dann spätestens jetzt können Sie Ihre Fragen über Ihre Tastatur eintippen und an uns bzw. an Dirk absenden. Wir versuchen die Fragen so schnellstmöglich zu beantworten. Dirk, in dem Sinne, leg los. Ja, wir haben eine schöne Eröffnung heute Morgen, Riesensprung nach oben. Unglaublich, also dass gestern die kleine charttechnische Falle, die der DAX uns da gestellt hat, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, die hat wirklich gefruchtet und vor allen Dingen hauptsächlich die Asiaten haben hier heute Morgen brutal gekauft, was das Zeug hält. Das hat dementsprechend auch damit reingeführt. Die Amerikaner haben allerdings gestern auch sehr, sehr stark weit über 2% geschlossen. Das gucken wir uns gleich in den Daten an. Heute Morgen hier ein paar Trades, wie man hier sieht, eröffnet hier im Bereich Euro-US-Dollar Short im Bereich 1,1158. Da sind wir jetzt leicht im Minus, gestoppt mit 1,1190. Gold heute Morgen in Long hier bei 1,1225. Der Stop ist auf dem letzten Verlaufstief der letzten drei Tage hier bei 1,1605. Und der DAX heute Morgen ein Short, nachdem es dieses riesen Aufwärtsgap gab, auf 10.517 im Hoch jetzt heute Morgen, hier auf diesem Niveau ein Short-Versuch, der mittlerweile schon auf den Entry begrenzt ist, wenn nicht, fällt er wieder raus, nichts verloren. Ja, gehen wir in die Daten, um dort mal zu schauen, was hier von den letzten paar Stunden, was hier noch reinläuft, vor allen Dingen aus Asien und vor allen Dingen, was gestern vom Xetra-Schluss der Fall war. Xetra-Schluss gestern 10.271, da hatten wir ja diese kleine Falle gehabt. Der DAX ist ja intraday in Richtung 10.369, 10.370er Zone hochwärts da in diese Zone, diese 10.380er Zone relativ nah rangelaufen, hat aber dann wieder stark gedreht und hat die Runden 100 Punkte da abgegeben. Und hier auf diesem Niveau von 10.271, 36 geschlossen. Das ist zumindest das Niveau, wo man annahm, dass es hier nochmal eine Bestätigung gibt, dass es die nächsten Abwärtsbewegungen gibt. Das hieß dann tatsächlich Edge. Ich habe euch wieder alles gezeigt. Wir können auf jeden Fall damit rechnen, dass hier viele Short wieder wechseln. Und schon ist genau das Gegenteil der Fall. Und es geht rasant nach oben, begleitet von chinesischen Stimuli, die jetzt da in den Markt gegeben werden. Mitunter ist das auch ein Grund. Future DAX 10.335 und wir sehen die Schlusskurse in den USA quer durch die Bank 2,42 bis 2,84% Aufwertung. Das ist leider für beispielsweise Dow Jones Standard & Poor's 500 immer noch nicht genug. Wir sind immer noch im negativen Terrain und wir haben ja noch den 17. September vor uns mit dieser ewig dauernden und auch mittlerweile leidgeprüften Anlegern in Bezug auf die Zinserhöhung in den USA, wo ja schon einige sagen, die darf nicht kommen. Gucken wir heute Morgen mal in Richtung Asien. Da lesen Sie verdammt richtig, wenn Sie hier sehen, plus 7,71. Das ist absolut brutal. Wenn Sie hier schauen, Sie sehen hier den Nikkei 225 bei einem Punktestand von 18.770,51, der geschlossen hat. Das ist seit 2008, so zumindest heute Morgen Bloomberg, seit 2008 der stärkste Anstieg überhaupt. Weit über 1000 Punkte hat den Nikkei nach oben gerissen. Also das ist eine sehr, sehr interessante Sache, was man hier vor allen Dingen in Bezug auch auf Meldungen, die parallel dazu reinkommen, so dann daraus interpretieren mag. Wenn man sieht, die japanischen Werkzeugmaschinenaufträge zum Beispiel, die sind brutal schlecht. Also sie sind minus 16,5 im Vergleich zum Vormonat. Also das
nur mal als ein Beispiel davon, dass das nicht unbedingt von fundamentaler Stärke spricht. Das Einzige, was man sich hier halt vorstellt, weil Japan sehr stark mit China mittlerweile wirtschaftlich ja auch voneinander abhängig ist, obwohl die Japaner das nicht so hören wollen, dass hier natürlich hier die Stimuli, die in China jetzt angefangen haben und die man hier plant, da vielleicht ein Stück weit auch reingespielt haben. Der Rest Asiens hat da gleichgezogen. Der Kospi aus Südkorea, Seoul stark im Plus, auch die Aussies stark im Plus, der Hang Seng hier als einer der chinesischen Indizes auch sehr stark im Plus im Vergleich zu seinen Festlandindizes Chinas, beispielsweise Shenzhen und Shanghai, sehr stark im Plus. Dort ist das Plus immerhin zwischen 1 und 1,6, 1,7%. Da gab es allerdings gestern schon extreme Aufwertungen. Gehen wir in die aktuellen volkswirtschaftlichen Daten des heutigen Datenkalenders aus der Eurozone, kommt da nicht viel. Wir sehen hier Handelsbilanzsaldo Juli, Industrieproduktion Juli, Erzeugung, produzierendes Gewerbe Juli, alles aus Großbritannien, die ersten wichtigen Daten. Auch zum Nachmittag kommen da noch um 16 Uhr nochmal britische Daten. Das sogenannte MISR BIP, also das ist die Schätzung, die BIP-Schätzung eines Institutes, also quasi National Institute Research Institute für Großbritannien, die monatlich dort BIP-Schätzungen abgeben. Das zum Beispiel im Vorlauf für den morgigen Tag, wo wir die BOE-Zinssitzung sehen. Jetzt haben wir gerade, wenn wir ja, hier richtig liegen, haben wir jetzt gerade die DAX-Position wieder ausgestoppt bekommen. Schauen wir mal, wo uns das jetzt noch hinführt vor der Xetra-Eröffnung. Schauen wir hier in Richtung des Nachmittags, kommen noch kanadische Daten und vor allen Dingen hier noch die Bank of Canada, die hier noch den Leitzinsentscheid ausgibt. Das ist da gemunkelt worden, dass es eine Zinssenkung gibt, allerdings eher so der Auffassung, das bleibt bei 0,5. Dann haben wir hier beispielsweise noch zum weiteren 16 Uhr die JOLTS-Daten, das ist von der Fed, das sind die Jobs-Daten, die offenen Stellen für den Monat Juli und auch nochmal eine weitere Zinssitzung, diesmal von der Reserve Bank of New Zealand um 23 Uhr. Also man hat im Hinterkopf, am Donnerstag ist der Bank of England Zinsentscheid um 13 Uhr und dort nochmal zusätzlich auch, gerade was das Währungspaar Euro-Pfund und auch Pfund-Dollar angeht, da nochmal eine Möglichkeit, sich jetzt hier im heutigen Handelstag mit 1-2 Trades zu positionieren. Freitag gibt es noch deutsche Verbraucherpreise. Ja, die Cash-Pivots hier auf den Schlusskurs von gestern sind hier schon in dem heutigen bullischen, in dieser starken Aufwertung hier relativ gut schnell erreicht worden. Hauptsächlich hier Widerstand 3 steht hier nur noch im Weg. Das ist mal interessant hier zwischen quasi 10.454 und 10.537, wo wir uns ja so nahe schon fast befinden, hier einen Short zu platzieren. Das hatten wir kurzzeitig jetzt eben die Idee gebracht, im ersten Versuch ausgestoppt, zum Glück eben, wie eben beschrieben, auf dem Entry bereits schon. Der Stop zuvor war ein 20-Pip-Stop, ein 20-Punkte-Stop und also nicht mit zu hohem Risiko gleich da am frühen Morgen schon reingehen. Ja, nach unten die Supports. Die sehen jetzt momentan eher so aus, als würden die so schnell wieder nicht erreicht, aber das darf man allerdings in diesem Marktumfeld nicht unbedingt sagen. Gucken wir auf den Tageschart in diesem Bereich, wo wir jetzt nochmal ganz kurz überprüfen. Im beiden Minutenchart haben wir hier das Hoch der 10.517 bereits jetzt schon wieder horizontale Linie. Nach oben schon wieder durchbrochen und wir könnten jetzt hier noch mal einen weiteren Trade platzieren, den wir ebenso nochmals mit einem 20-Punkte-Stop versehen. Und den Take-Profit lassen wir jetzt mal offen. Das könnte man jetzt theoretisch mit einem schnellen Trade machen, dass man die obere Gap-Kante schon als Take-Profit nimmt. Oder in dem Fall, wenn man tatsächlich sogar zwei Lots handeln würde, könnte man mit einem Approach daran gehen, dass man sagt, man nimmt die erste Hälfte bereits schon bei Erreichen der oberen Gap-Kante mit und lässt den weiteren Lot noch offen und mit einem Take-Profit auf die untere Gap-Kante, lässt jedoch mittlerweile dann den Stop-Loss mittlerweile schon wieder auf den Entry dann
Also da gibt es mehrere Versionen. Eine, die habe ich eben jetzt gerade ja noch vorgestellt. Also wir sehen 11.21, 11.22. Wir schauen mal, ob das hält. 20 Punkte, jedenfalls nicht mehr als 20 Punkte. Geben Sie dem nicht zu viel Raum nach oben. Denken Sie an so eine brutale Aufwertung, wie beispielsweise jetzt vorhin gezeigt aus Tokio. In diesem Umfeld ist nichts, absolut nichts unmöglich. Wechseln wir auf den Tageschart. Gucken uns da nochmal an, was hier beispielsweise im Bereich die nächsten Marken sind, die von Interesse sind. Vor allen Dingen hier, wir haben hier eine 10.655er Marke, die hier noch steht. Hier mal mit dem Laserpointer drauf. Die 10.655er Marke kommt hauptsächlich auch noch hier aus dieser Ecke. Wir haben bei dieser 10.655 zum Beispiel auf Xetra-Basis das nächste offenstehende Gap. Das befindet sich bei dieser 10.655 zur 10.681 auf Xetra-Basis. Jetzt schauen wir noch im Chartbereich. Ich hatte es hier eingezeichnet. Moment. Schauen wir mal gerade genau. Da gucken wir jetzt beispielsweise nochmal genau hier auch in dem Chartbereich auf dieses Gap drauf, was wir hier im Bereich der 10.670 und im Bereich der 10.661,2. Also rund betrachtet ein 9-Punkte-Gap, wenn wir das mal aufrunden, das sich hier in dem Bereich befindet und hier möglicherweise die nächste Anziehungskraft nach oben hat. Obendrein ist es noch von Interesse, weil wir beispielsweise vom letzten Zwischentief, das hier bei der 10.652, auch da gehe ich nochmal auf dieses Zwischentief drauf. Da haben wir die 10.652,2 angelegt an das letzte Zwischenhoch bei dieser 11.804. Diese Fibo-Analyse drangelegt, ergibt dann jeweiligen Reaktionsebenen und auch nach unten hin die Projektionsebenen, die wir ja hier bereits schon abgelaufen haben, diesen ganz ja, mehr als nur krassen, in Anführungszeichen, Abverkauf. Und wir haben uns ja relativ schnell hier auch wieder mehr als 1000 Punkte nach oben geschraubt. Jetzt haben wir hier auf diesem Niveau das nächste Angriffsziel mit dem Gap parallel zu diesem letzten Zwischentief und noch gleichzeitig, wenn Sie mal schauen, auch in dem Bereich der Abwärtstrendlinie, wo wir da so langsam hinlaufen. Das ist wie so ein Indikatorencluster wieder, wo mehrere aufeinander liegen. Da haben wir zumindest die Möglichkeit, dann noch in diesen Bereich nach oben zu laufen. Es ist auch genauso noch zum zweiten Gap, was Sie hier in dem Bereich noch sehen, was hier noch offen steht. Auch da gehe ich gleich nochmal mit Zahlen drauf, damit es die noch in Erinnerung ruft, was als weiteres noch übergeordnetes Ziel für die Bullen nach oben steht. Hier wird dann bereits der Abwärtstrend auch getestet. Der Abwärtstrend, der vom Rekordhoch über die Zwischenhochs dort geht. Das können wir kurz auch noch im Chart darstellen. Es geht hier um den Abwärtstrend, den wir sehen vom Rekordhoch über die 10.000, na, über die, jetzt wird es nicht gezeigt, na, über die 11.931 in diesem Fall. Schauen wir auf das Gap. Das Gap ist hier in dem Bereich noch das zweite, was hier noch offen ist, im Bereich dieser 10.888 und der 10.848,3. Also hier mal aufgerundet, so 32 Pünktchen. Dieses Gap als zweites Gap und ein weiteres Gap haben wir ebenfalls auch nochmals hier oben, das dann schon bereits über dem Abwärtstrend, über der Abwärtstrendlinie liegt. Hier haben wir das im Bereich der 11.262,5 und der 11.199,8. Also rund betrachtet, also hier ein Gap von 62, 63 Punkten. Das sind jetzt hier die nächsten Anlaufziele für die Nordseite. Wir dürfen uns allerdings nicht verwirren lassen mit starken Käufen. Es kann jederzeit wieder eine neue Hiobsbotschaft um die Ecke kommen. Und dementsprechend kann es auch dann sehr schnell, wie wir das ja auch zuvor schon gesehen haben, wieder abwärts gehen. Ein Stück zur Beleuchtung hier der Hintergründe, gerade was das Thema China angeht. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. China ist nicht so ein, in Anführungszeichen, Fliegenschiss, wie beispielsweise irgendein anderes europäisches Land, was da ständig Probleme gemacht hat in der Eurozone, was die Wirtschaft betrachtet angeht. Ich rede jetzt nur von BIP-Zahlen, wenn ich davon spreche, was die Bedeutungslosigkeit da angeht. Das ist bei China anders.
Hier haben wir eine Volkswirtschaft, die allein auch, was die Bilanz, die Bilanzsumme allein der Notenbank angeht, in der großen Liga mitspielt von allen bekannten Notenbanken, die auch Quantitative Easing und so weiter betreiben. Die Bilanz ist dort mittlerweile bei 5,5 Billionen US-Dollar angekommen. Mal zum Vergleich, die USA liegen darunter. Wenn wir jetzt noch auf die neuesten Ticker-Meldungen mal schauen, was China angeht, dann ist man dort sehr stark bestrebt, natürlich auch Börsen nicht nur an die Kandare zu nehmen, zu regulieren und zu strangulieren an der einen Seite, was auch gerade Shortseller angeht und Verbreitung von schlechten Nachrichten und so weiter. Da werden ja Journalisten teilweise verhaftet. Das ist, muss man sich mal vorstellen, mit freien Märkten hat das nichts zu tun. Aber auf der anderen Seite auch ist man bestrebt, auch mit sehr, sehr vielen Mitteln wie Dividendensteuer zum Beispiel kürzen oder ganz auslassen, wenn man Aktien länger hält. Solche Dinge eben dann in den Markt zu besorgen, dass das auch etwas stützend wirken kann. Und obendrein sagt man auch wenn wir jetzt Börsen haben, wie jetzt heute Morgen das Beispiel Tokio gezeigt hat, die über 5% steigen, nein, das wollen wir auch nicht. Wir begrenzen dann den Handel ebenso und denken darüber nach, den Handel auszusetzen, wenn er über die 5%-Hürde kommt. Auch das ist im Gespräch. Das sind alles vertrauensbildende Maßnahmen auf der einen Seite, wo man allerdings auch mit anderen Regularien und anderen Schritten schon sehr viel Vertrauen in die chinesische Börsenlandschaft eingerissen hat. Also da muss man mal schauen, wie sich da das in der nächsten Zeit noch entwickelt. Was hauptsächlich hier einen Stimulus angeht, da haben zumindest laut Reuters steht das in Frage, ihr Infrastrukturprojekte sollen dort angeschoben werden. In Volumen von hochgerechnet 10 Milliarden Euro. 10 Milliarden Euro, das klingt gut. Wenn man sich mal überlegt, dass 10 Milliarden Euro allerdings in Bezug auf die ganzen gigantischen Programme, die wir da draußen in den Märkten haben, dann schon wieder wirklich mickrig klein aussehen, dann fragt man sich wirklich, ob das nicht ein bisschen zu wenig ist. Wenn man vor allen Dingen weiß, dass China die größten Währungsreserven der Welt hat, und hier noch relativ geschmeidig, was die Summe angeht, mit 3,5 Billionen US-Dollar Währungsreserven doch noch ein bisschen mehr da tun könnte, um hier vielleicht etwas stärker als Wirtschaftsstimuli rauszusenden. Das nur meine persönliche Ansicht. Gucken wir auf weitere Ereignisse nochmal, was auch zum Beispiel den Goldpreis angeht. Auch hier haben wir noch eine Zusatzmeldung, wo wir gerade beim Thema China waren. Da hat beispielsweise Zero Hedge, das ist eine Infoseite, da gestern auch etwas zu herausgelassen. Dort hat China 16 Tonnen Gold im August gekauft. Und wenn man jetzt mal schaut, den Goldpreis anschaut, im Monat August, da kann man auch nochmal gerade vielleicht kurz drauf schwenken auf den Monat August. Den markieren wir uns dann auch einfach mal, diesen Monat August, mit einem Rechteck. Und da haben wir den 1. August in diesem Fall hier. So, dann sehen wir beispielsweise, in welchem Zeitraum beispielsweise da chinesische Käufe möglicherweise stattgefunden haben. Auch das ist teilweise abverkauft worden. Wenn wir uns anschauen, was die größten ETFs beispielsweise im Bereich von Gold, ETFs halten ja auch immer noch große, wirklich gigantische Goldbestände. Die sind zwar im Vergleich zu 2011, zum 12 sehr stark abgeschmolzen, nahezu um die Hälfte beispielsweise. Aber bei den größten SPDR Gold Shares zum Beispiel, der liefert ja jeden Tag Realtime-Daten, wie viele Bestände da drin sind. Das ist irgendwie aktuell 682 Tonnen. 682 Tonnen ist aber immer noch relativ viel, wenn man beispielsweise andere Länder sieht. Also da ist man so nahezu immer noch in Reichweite der japanischen Goldbestände. Das kann jeder nachlesen. SPDR Gold Shares hat eine offene Seite, wo man beispielsweise sieht, wie viele Tonnen Gold da täglich rein und raus wandern. Das gleiche gilt für die zwei anderen großen ETFs, die im Bereich Gold anlegen. Schauen wir
jetzt auf Marken zum Beispiel Richtung Norden, hier bei dem Goldpreis, dort haben wir weiterhin die Abwärtstrendlinie, die hier immer noch von Bedeutung ist. Wir schauen uns hier dieses Niveau, dieses Preisniveau der 1155 an und darüber hinaus das alte Zwischenhoch dieser 1170 und aufwärts die 61,8 von einem übergeordneten FIBO Retracement, 61,8 FIBO Retracement bei 1198 respektive die 1200er Marke. Wo kommt die her? Angelegt von letzte Zwischentief an dieses letzte Zwischenhoch der 1307 aus dem Jahr 2014 noch. Da unten hin, natürlich, wenn hier der Trade ausgestoppt wird, der Stop ist dementsprechend hier auf das letzte Verlaufstief 1116.041, also auf 1116.05 gelegt worden. Sollte der eben nicht halten, gut, dann ist es passiert, aber es ist zumindest nicht so, dass man extrem nach unten jetzt hier in Richtung 1.1 und noch weiter hinaus nach unten fällt. Der DAX-Trade soweit läuft. Wechseln wir zum Euro-US-Dollar. Auch hier. Da war übrigens auch eine Frage zu dem ursprünglichen Stop-Loss. Das überwiegende Chartbild noch rein. Ja. Da war Frage zum ursprünglichen Stop-Loss beim DAX-Trade, also, weil du gerade auch auf den dich bezogen hast. Also vielleicht kannst du. Ja. Zur Eröffnung vorhin? Davon ist oder auszugehen. Nee, wie war die Frage? Wie war beim DAX-Trade der ursprüngliche Stop-Loss? Dann war das wahrscheinlich von heute. Das genau. Hatte ich aber vorhin schon gesagt, hatte ich vorhin schon kurz angesprochen sogar. Da hatte ich diese 20 Punkte, den 20-Punkte-Stop bereits schon erläutert bei der Eröffnung. Mhm. Also hier bei der Eröffnung heute Morgen. Also es blieb beim gleichen 20-Punkte-Stop in diesem Fall. Dass man nicht zu stark verrissen wird nach oben jetzt in diesem Umfeld. Okay. Jetzt haben wir vorhin im Entry-Bereich, vorhin hatten wir die 20 Punkte dann nachgezogen auf den Entry bereits. Also das war hier dann ein sogenanntes Nullsummenspiel. Wir sind am Entry ausgestoppt worden und jetzt hier beispielsweise komfortable Sache. Man kann hier dann sagen, raus mit dem Ding. Ja. Einfach mitgenommen den Gewinn und zu einem späteren Zeitpunkt wieder rein. Wenn man jetzt beispielsweise zwei Lots hier in diesem Fall eröffnet hat, konnte man jetzt hier natürlich souverän sagen, ich gehe mit dem einen Lot raus und lasse den einen stehen und begrenze ihn mittlerweile auch wieder auf den Entry. Das nur zur Verfahrensweise. Gut, gehen wir nochmal zurück zum Euro-US-Dollar. Hier hatte ich ja von diesen ganzen Aufwertungen, von der schönen Einladung gesprochen, da, dass man hier in dem Bereich auch shorten kann. Jetzt haben wir auf diesem aktuellen Niveau, wo wir gestern nochmal angetestet haben, und zwar die 1.12.28, also 1.12.30, die in diesem Bereich hier tatsächlich sauber angetestet wurden, diese 38-2er-Linie, als Widerstand gehalten und nach unten abgeprallt. Jetzt schauen wir mal vor allen Dingen, was hier die nächsten Interpretationen, dovish, also taubenartigen Interpretationen, was von Draghi beispielsweise hier auch noch immer noch im Nachklang sein sollte, was hier noch alles auf den Euro dann letzten Endes einschlägt. Einschlägt mit Sicherheit auch ein paar Thesen seitens Großbanken, die da scheinbar schon wieder etwas mehr wissen als wir vielleicht, wo es zum Thema Quantitative Easing in Klammern 2, Quantitative Easing 2 kommt. Draghi hat ja bereits am Donnerstag angekündigt und auch davon gesprochen, dass er die Parameter an Anleihekäufen verändert hat, von 25% auf 33%, sodass er dazu in der Lage ist, manche Anleihemissionen bis zu 33%, bzw. manche Anleihekäufe bis zu 33% reinzufahren, anstatt nur bis Begrenzung 25%. Das liegt auch unter anderem wahrscheinlich daran, weil er in manchen Anleihen beispielsweise nicht mehr genug einsammeln kann. Er muss ja hier die 60 Milliarden im Monat irgendwie erreichen. Und jetzt hat man das angehoben nach oben und möglicherweise, so zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ich habe es heute Morgen noch gelesen, ABN AMRO war es, genau, und die haben sogar hier schon eine Zahl in den Mund genommen, 80 Milliarden sollen es sein, also wenn man Quantitative Easing quasi nochmal ein Stück oben drauf packt. Das könnte ich mir vorstellen in Richtung Dezember,
in Richtung November, Dezember und vielleicht sogar als Reaktion, wenn wir jetzt sehen, September wird es beispielsweise nichts mit der Zinserhöhung in den USA. Frau Yellen kneift und sagt, nö, wir beobachten noch mal ein bisschen länger, was sie ja die ganze Zeit schon sagt. Und dann hat Herr Draghi dann wieder das Problem, dass er dieses Zinserwartungsgap, was die ganze Zeit gehandelt wurde im Euro, dann irgendwie wieder schließen muss, weil dadurch würde ja der Euro, wenn diese Zinserhöhung in den USA nicht stattfindet, doch wieder erstarken. Das wird der Markt definitiv so handeln. Und da müsste er ja wieder etwas tun, um den Euro wieder ein Stück weit zu schwächen. Und dann fällt ihm wahrscheinlich nichts Besseres ein, als da Quantitative Easing 2 dann zu lancieren. In dem Fall wäre das dann möglicherweise die Oktobersitzung der EZB in den Richtungen, dass man dort zumindest etwas rauslässt, wann es da losgehen kann. Das nur eine Theorie. Es ist aber nicht total von der Hand zu weisen, dass das zumindest als möglicher Plan wohl da draußen steht. Also immer mehr billiges Geld, immer mehr billiges Geld, mehr, mehr, mehr und irgendwann macht's bumm. Also zumindest ist das meine Auffassung. Diese ganzen Quantitative Easing-Programme haben wirklich nachhaltig, wirklich sehr, sehr nachhaltig betrachtet, nicht sehr viel gebracht. Das warnende Beispiel ist Japan. Wenn wir sehen, was da passiert, auch in den nächsten Jahren, der Markt ist leer gekauft an Anleihen. Der Zentralbankchef Kuroda, der hat Schwierigkeiten, seine Kaufprogramme da durchzuziehen. Es geht ja selbst schon ans Eingemachte, dass man den großen Pensionsfonds sagt, verkauft mal eure Anleihen, damit wir die kaufen können. Wenn das so weitergeht, dann hat die Zentralbank da 60, 70, 80% des kompletten Anleihemarktes von Japan bis zum Jahr 2020 aufgekauft. Das kann nicht Sinn und Zweck eines solchen Bondmarktes sein. Also der Bondmarkt ist definitiv kaputt. Gucken wir auf den nächsten Trade, den ich noch am Montag hatte ich ihn noch vorgestellt. Und zwar ging es um das Währungspaar Euro-Pfund. Euro-Pfund hatten wir ja kurz angesprochen. Wir hatten in dem Bereich dieser 0,7350 am Montag hier ein Short-Szenario favorisiert. Ich hatte hier zwischenzeitlich bereits schon einen Trade platziert, hatte ihn auch schon mitgenommen mit 40, 50 Pips waren es, 45 Pips waren es. Wer noch drin ist, wer drin ist, reingegangen ist in diesem Bereich, sollte definitiv schon locker seinen Entry auf den, seinen Stop-Loss auf den Entry gesetzt haben, sprich auf die 0,7350. Zuvor hatte ich ihn ja auf 0,7450 in diesem Bereich empfohlen. Die weitere Vorgehensweise hier auf diesem Entry vorerst mal bleiben bei dieser 0,7350 und abwarten, was sich hier im Verlauf des Handelstages heute noch nach diesen britischen Daten um 10.30 Uhr tut. Sollte dann beispielsweise der Trade auch nach oben nicht weggerissen sein, sprich noch aktiv sein, sollte man also in Richtung Nacht oder auch in Richtung spätestens morgen früh vor der Bank of England diesen Trade nochmal genau unter die Lupe nehmen, wie viel Pips nach oben wir letzten Endes dann Stop-Loss-Barriere bis nach oben haben, weil ein Bank of England Leitzinsentscheid um 13 Uhr kann immer wieder mal auch sehr große Überraschungen bieten, indem er einen Squeeze nach oben kurzfristig in einer Sekundennadel bringt und man ist ausgestoppt und danach fällt tatsächlich der Trade in die früher gewünschte Richtung, nämlich Richtung Süden. Was ist bei längerfristigen Euro-Pfund-Trades noch anzumerken? Wer auf Euro-Pfund-Short setzt jetzt über eine gewisse Weile und das auch in einem übergeordneten Chartbild noch tun mag, sprich also mit einem weiteren Stop und auch nicht großen Leverage, der sieht sich jeden Tag mit Swaps konfrontiert. Swaps, also sprich Zinsbelastungen, die sind allerdings positiv für diejenigen, die Sell, also Short auf Euro-Pfund sind, weil das Pfund ist mit 0,5% verzinst und der Euro ist mit 0,05% verzinst. Die Zinsdifferenz von 0,45% werden Ihnen infolge dieser Swaps dann umgerechnet nach den jeweiligen Bedingungen täglich gutgeschrieben. Das heißt, Sie haben zusätzlich noch einen Swap-Gewinn. Gut, wir haben 9 Uhr. Indikation hier im Bereich der 10.505, 508. In diesem Bereich sind wir jetzt hier bei der Xetra-Öffnung drin. Wir schauen mal, was der DAX noch macht, bevor wir uns hier
na, sind wir im Minutenchart, genau, bevor wir uns hier nochmal in neue Gefilde reintrauen. Also wir bleiben hier immer noch auf diesem Niveau relativ hier stabil stehen. Bleiben Sie mit diesen engen Begrenzungen bitte über den Handelstag auf jeden Fall mit der Verfahrensweise dabei. Nicht, dass Ihnen tatsächlich noch so eine Überraschung à la Tokio wie heute hier noch droht. Für diejenigen, die natürlich Short da jetzt beispielsweise was einsammeln wollen. Für diejenigen, die jetzt hier auf diesem Niveau Long gehen, da muss man schon sagen, da sollte man sich genauso gut, aber auch etwas eng absichern, weil es ist gut möglich, dass wir dieses Gap schneller schließen, als uns dann lieb ist. Ja, wir haben am Freitag noch den 11. Das kommt natürlich als Erinnerung nochmal. 11.9. ist immer so ein tolles Datum. Mit Sicherheit wird man da versuchen, den Markt auch nicht besonders stark herunterfallen zu lassen. Das würde dann wieder sehr starke Erinnerungen an den 11.9.2011, 2.1 heraufbeschwören, an die ganzen Leute, die da auf solche abergläubischen, auf solche Daten da halt besonders schielen. So, ich bin für meine Zeit jetzt hier schon wieder drüber. Ich sag mal Tschüss, schönen Tag, vor allen Dingen einen wundervollen sonnigen Tag und gute Trades, und wir hören uns am Freitag um 8:30 Uhr an der gewohnten Stelle wieder. Alles klar, das tun wir in der Tat. Das war Dirk Danke. Fruszewski. Sehr geehrte Damen und Herren, die heutige Session wurde aufgezeichnet und wird im Laufe des Tages auf unserem YouTube-Kanal erscheinen. Sollten Sie weitere Fragen haben, dann haben Sie jetzt die Kontaktdaten auf Ihren Bildschirmen, wie Sie uns kontaktieren können. Mein Name war Roman Kotjanski. Ich wünsche Ihnen noch einen super Start in den Tag. Machen Sie es gut, machen Sie es besser. Tschüss. Tschüss.